Korgi. Hallo Leute, schaut mal, der Kerl hier, das ist der Duke, ein Corgi. Und diese Hunderasse ist momentan absolut beliebt. Man sieht sie überall im Fernsehen und im Internet. Und jetzt habe ich eine gute Neuigkeit für euch, denn den Duke hier, den gibt es auch in klein und in echt. Ja, die Frage ist nur, wo? Helft ihr mir suchen? Klar, oder? Auf geht's. Duke, wo bist du denn? Ist er auch nicht. Da bist du ja, da bist du ja. Hallo. Hallo, na du? Boah, du hast ja eine Kamera auf dem Rücken. Wie cool ist das denn? Haha, warum der Duke eine Kamera auf dem Rücken hat, das erfahren wir später. Aber jetzt habe ich erstmal noch die Quizfrage für euch. Bei Corgis muss man darauf achten, dass sie A. nicht zu viel fressen oder Antwort B, nicht zu viel trinken. Na, Duke? Das verraten wir später in der Sendung, gell? Aber jetzt habe ich erstmal ein paar tolle Infos für euch. Das hast du toll gemacht. Ganz toll. Corgis stammen aus Wales. Deshalb heißt die Rasse offiziell Welsh Corgi, also auf Deutsch walisischer Corgi. Ursprünglich dienten sie als Wach-, Hüte- und vor allem Treibhunde. Sie können Herden von selbst lenken, ganz ohne die Hilfe von Hirten und Hirtinnen. Weil sie so klein sind, ducken sie sich einfach unter den Hufschlägen weg. Praktisch. Der Name Corgi könnte aus dem Keltischen stammen und so viel wie Zwerg, Gor und Hund Gi bedeuten. Heute ist der Corgi ein richtiger Trendhund. Ganz viele Menschen finden den knuffigen Kurzbeiner toll und legen sich einen zu. Auch Queen Elizabeth II., Königin des Vereinigten Königreichs, fand die Rasse toll. Sie hatte über 30 von ihnen, aber natürlich nicht alle auf einmal. Dukes Herrchen heißt Michael und arbeitet hier im Filmstudio. Michael? Hallo! Hallo! Wow! Na? Das sieht ja cool aus bei dir. Quasi Dukes Arbeitsplatz. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Dein Arbeitsplatz, oder? Sozusagen. Okay, und was macht der Duke hier? Du, an sich eigentlich nur dabei sein. Das Schönste für so einen Corgi ist, der will immer dabei sein. Egal wo, hat sich das angeboten, dass ich gesagt habe, dann darf er einfach gleich hier sozusagen die Assistenz sein. Immer dabei sein. Ach, das ist ja cool. Und hat er deswegen auch eine Kamera am Rücken? Naja, im Studio laufen auch ganz viele Kameraleute rum und dann darf er eben auch mal Kameramann sein. Das haben wir am Anfang auch geübt. Und es war einfach so ein Gag. Aber in der Tat ist es auch ganz lustig und er mag es auch ganz gerne. Und alles, was ihm Spaß macht, darf er machen. Sehr süß. Also es hört sich an, als wärt ihr ein super Team, ihr zwei. Wir sind ein super Team. Vor allem, er hilft, wo er kann. Ja, dann zeige ich euch einfach mal, wie das hier so läuft. Ja. Jo, da bist du ja schon. Hier, da bist du ja schon. Hier, da bist du ja schon. Komm doch mal zu mir mit drauf auf die Couch. Und alle, hopp, na komm her. Ach, dann machen wir es uns gleich mal gemütlich. Das ist ja doch gut. Ah. Kann der Duke nicht auch selber auf die Couch springen? Doch, er kann da schon springen, aber die Corgis sollen nicht so viel hüpfen. Die haben so kurze Beine und so einen langen Rücken. Und deswegen Treppensteigen und Hüpfen, das ist so eine Sache, die sollte man jetzt nicht so jeden Tag und sonst viel machen. Er hat auch am Anfang Treppen gemieden. So die ersten 1,5 Jahre habe ich versucht, dass er keine Treppen steigt, damit sich erstmal sein ganzer Körperbau richtig entwickeln kann. Es ist also mal Zeit, das Geschirr abzunehmen, gell? Ja, und jetzt ist es wieder weg, gell? So, mir ist gleich aufgefallen, dass mir der Duke sehr offen und freundlich entgegenkam, irgendwie gleich total zutraulich war, sich von mir streicheln lassen hat, auch jetzt schmust er richtig mit mir. Ist das typisch Corgi, dass die da so offen sind? Also das macht er in der Tat sehr gerne. Das ist ja sehr offen zu anderen Menschen, egal ob das Erwachsene sind oder Kinder. Er geht auf die gerne zu, lässt sich auch von denen streicheln. Auch wenn wildfremde Leute auf der Straße sagen, oh, ein Corgi, dann ist er da eigentlich total on fire gleich und lässt sich da auch gerne begrüßen und ist da wirklich sehr, sehr zutraulich. Also würdest du auch sagen, Corgi eignet sich gut als Familienhund? Ja, also wir haben auch ganz viele Kinder in der Nachbarschaft und wenn die vorbeikommen, dann ist immer große Schmuseparty. Kann denn der Duke auch ein paar Tricks? Ja, das ist ein sehr offenes Wesen und der ist sehr, sehr schlau. Das heißt, wenn man den zum Beispiel beim Film sagt, mach doch mal das, mach doch mal das, dann lernt er das auch sehr, sehr schnell und hat das gleich verinnerlicht, was er tun soll. Also ist der Corgi der perfekte Filmhund? Naja, er macht das ganz gut. Das schauen wir uns mal an. Wir machen ein Fotoshooting. So, jetzt bleibst du da mal. So, you're fine. Bleib. Willst du mal sehen?
Ja, perfekt. Der schaut ja die ganze Zeit richtig schön in die Kamera. Oh, super fotogen. Okay, da ist es kein Wunder, dass der Corgi derzeit so beliebt ist. Also ich habe das Gefühl, man sieht den echt überall, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Im Fernsehen sieht man ihn, in den sozialen Medien. Ja, wir werden auch ganz oft gefragt, wo habt ihr den her? Und ich habe auch gehört, dass es ganz viele Züchter gibt, die da mittlerweile so ein bisschen Schindluder machen, ne, und einfach Corgis züchten, weil man damit unheimlich viel Geld verdienen kann. Wir haben unseren Hund bekommen, indem wir über den Verband der britischen Hütehunde gegangen sind. Das ist ein Verband, der listet dann auch wirklich Züchter, die sich da drum kümmern, sich an die Regeln halten, dass es wirklich auch zum Tierwohl ist und nicht einfach nur eine schnelle Geldmacherei ist. Sag mal, das heißt, wenn man den Züchter oder die Züchterin über diesen Verband sucht, dann kann man auch sicher sein, dass das ein guter Züchter oder eine gute Züchterin ist. Ja, man merkt auch so ein bisschen, wollen die dich kennenlernen vorher, kannst du die kennenlernen. Das ist auch schon ganz gut, wenn man weiß, wo kommt der Corgi her und wo kommt der Corgi hin, wissen die dann auch. Weil die wollen natürlich auch, dass der Corgi dann bei jemandem ist, der sich dann auch dementsprechend um einen kümmern kann. Klar, ich mache hier mal noch ein paar Fotos, ja? Darf ich? Mhm. Schau mal her, Duke. Duke, hier, schau mal. Wenn man dann einen guten Züchter gefunden hat oder eine gute Züchterin, was kostet denn dann so ein Corgi-Welpe? Musst du dich ungefähr auf 2000 Euro vorbereiten. Muss man sparen. Das ist ein teurer Spaß. Jupp. Sehen die denn dann alle so hübsch aus wie unser Duke hier? Also ich hätte es behauptet, er ist der hübscheste von allen. Aber es gibt ihn in der Tat in unterschiedlichen Farben und auch unterschiedliche Rassen. Den Cardigan Welsh Corgi gibt es in vielen Farben, auch dunkel und gescheckt. Der Pembroke Welsh Corgi ist meist hellbraun und manchmal dreifarbig wie Duke. Außerdem ist der Pembroke etwas kleiner und kann mit einem Stummelschwanz geboren werden. Aber das ist nicht gesund und gute Züchter und Züchterinnen versuchen es zu vermeiden. Nach dem anstrengenden Shooting steht endlich Dukes Lieblingsbeschäftigung an: Frühstücken. Was gibt's denn überhaupt? Morgens gibt's Trockenfutter. Das sieht so aus wie hier. Abends gibt's was Nasses. Und das sind so kleine, ja, kleine Dingerchen. Das ist gepresstes Futter und davon gibt es genau 100 solche Dinger. Das sind dann 100 Gramm. Damit er nicht zu viel frisst und nicht zu dick wird, sind die wirklich abgezählt und abgewogen. Du willst mir sicher erzählen, dass du hier jeden Morgen 100 von denen abzählst? Ja, ganz genau. Weil wenn man ihn zu sehr füttert, dann wird er zu dick und das ist nicht gut für die Corgis. Weil das wäre schlecht für seine Gelenke und für seinen Rücken. Okay, aber das kommt mir jetzt ehrlich gesagt tatsächlich, ich will jetzt mal hier rein, sehr wenig vor. Das ist so ein bisschen mageres Frühstück, oder Duke? Reicht dir das überhaupt? Ja, für ihn sieht das auch sehr wenig aus, aber da gibt's einen Trick. Wir machen da jetzt gleich ein bisschen Wasser drauf, das träufeln wir da drüber. Ja. Und durch das Wasser, wenn das einzieht, dann werden die ein bisschen größer und dann sieht das gleich viel mehr aus. Okay, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen tricksen und Wasser drauf machen. Ganz genau, jetzt gibt's Frühstück. Abends fällt das Essen üppiger aus. Da bekommt Duke 400 Gramm Nassfutter. Die beiden Futterarten sollte man bei derselben Mahlzeit nicht mischen. Das kann zu Verdauungsproblemen führen. Duke, sitz. Bleib. Bleib. Nimm. Scheint ihm zu schmecken. Das hört sich richtig knusprig an. Ja, ja. Da kriegt man selber gleich Hunger. Schmackofatz. Und sag mal, wenn der jetzt so verfressen ist und man so aufs Gewicht achten muss und dass er fit bleibt, dann muss man ihn wahrscheinlich auch viel bewegen, oder? Genau, deswegen gehen wir wahnsinnig viel spazieren. Er darf auch mal mit anderen Hunden rennen. Und da muss man schon auch sich Zeit dafür nehmen. Ja, wollen wir uns denn dann mal ein bisschen bewegen? Genau, wir gehen mal Gassi. Ja, sehr gut. Komm, Duke. Kaum ist das Frühstück verdaut, geht's ab in den Park. Michael fährt mit Duke jeden Tag hierhin, damit er sich ordentlich austoben kann. Also dafür, dass er so kurze Beine hat, ist er aber ganz schön flott unterwegs, oder? Ja, der braucht auch eine Menge Auslauf. Wir gehen viel spazieren, wir machen Frisbee. Er darf mit anderen Hunden toben und hier natürlich ist das ideal mit dem kleinen Bach hier und der Natur, das mag er total gerne. Und du musst überlegen, das sind normalerweise Hütehunde gewesen, das heißt, die haben die Schafe so ein bisschen im Zaum gehalten, haben sich so ein bisschen um die Herde gekümmert und deswegen, er braucht viel Interaktion mit anderen Hunden, man muss mit ihm einfach viel spazieren gehen, ich gehe mit ihm einfach auch so an die Isar hier wahnsinnig gerne. Der braucht schon auch seine Bewegung und hier hat er ja irre Platz, da kann er sich austoben. Ja, das heißt, so eine große Wohnung ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern eher, dass man einfach mit dem Hund was unternimmt und dem ein bisschen Arbeit fürs Köpfchen und für den Körper bietet. Ich sag mal so, der sieht aus wie ein kleiner Hund, verhält sich aber wie ein großer. Das heißt, Wohnung sollte jetzt auch nicht so das engste Ding sein. Aber wenn man mit dem viel rausgeht und mit dem viel unterwegs ist, dann ist es auch einer, der jetzt kein Haus braucht. Ja, so, aber er braucht halt Action und nicht das Sofa zu Hause. Zumindest nicht nur. Genau, oder?
Trotzdem lassen wir den Tag auf dem Sofa ausklingen. Jetzt ist Feierabend. Sehr gut. So, kleiner Mann. Na, komm mal zu uns. Also, das hat jetzt echt Spaß gemacht. Der Duke hat schon ein sehr abwechslungsreiches und aufregendes Leben bei dir, oder? Ja, ach, am Fluss wohnen hier und Fahrrad fahren und ein bisschen sausen und mit den Freunden spielen, das mag er schon. Und jetzt mag er auch ein bisschen chillen. Jetzt hat er gesagt, jetzt bin ich K.O., jetzt mag ich hier ein bisschen meine Ruhe haben. Ja, das ist auch okay. Wir hatten jetzt Glück, wir hatten richtig schönes Wetter, aber du musst bei Wind und Wetter raus, oder? Ja, beim Regen sagt er mir dann manchmal, da habe ich jetzt keine Lust. Dann verschiebt er seine Runde ein bisschen nach hinten, wenn es dann wieder ein bisschen schwächer geworden ist. Ansonsten hat er auch ein Regenmäntelchen. Aber so, wenn es richtig regnet, dann überlegt er sich zweimal, ob er jetzt schon raus will oder wartet. Schnee liebt er. Und fürs Fahrrad haben wir theoretisch auch so eine Wetterhaube. Dann ist er nicht ganz nass, wenn wir Fahrrad fahren. Das heißt, er bleibt trocken, ich bleib nass. Ja, aber der hat doch eigentlich hier schon ein super Regenmäntelchen, oder? Der hat ja ein sehr dichtes Fell. Ja, wie du siehst, ist das halbe Fell auch schon auf der Couch. Das heißt, wenn du dich durchstreichelst oder wir mal die Bürste von da hinten nehmen, dann kann man so einen halben Corgi da rausbürsteln nochmal. Und dann hast du hier, da siehst du jetzt gerade mal. Kann ich auch noch einen mitnehmen. Ja, genau, da kannst du dir auch noch, oh, guck mal, da können wir dich ein bisschen durchbürsteln jetzt. Und da kommt ordentlich was raus. Darf ich auch mal? Klar. Oh ja, das scheint er zu genießen. Ist das gut, Duke? Ja. Wie oft machst du das? Das machen wir eigentlich so als Schmuseprogramm. Also ich mache das so also alle zwei Tage, vielleicht auch mal jeden Tag, je nachdem. Im Frühjahr ein bisschen häufiger, wenn das Winterfell raus will. Ja, das lässt er sich hier ganz, lässt er sich's gut gehen, genau. Der Herr Duke. Genau. Ne? Ja. Und während der Duke hier noch ein bisschen genießt, gibt's für euch noch mal alles, was ich heute so mit den Corgis erlebt habe. Wie viel Platz brauchen Corgis? Corgis fühlen sich auch in einer Wohnung wohl. Ein Haus mit Garten brauchen sie nicht. Dafür aber viel Auslauf. Eine Stunde Gassi pro Tag ist das Minimum. Wie zutraulich sind Corgis? Corgis sind ziemlich verschmust und freuen sich immer, neue Menschen kennenzulernen. Wie pflegt und hält man Corgis? 2 bis 3 Mal pro Woche sollte man die Bürste schwingen, damit nicht zu viele Haare in der Wohnung landen. Was fressen Corgis? Morgens gibt es 100 Gramm Trockenfutter und abends 400 Gramm Nassfutter. Am besten alle Mahlzeiten abwiegen, damit der Corgi nicht zu dick wird. Was kosten Corgis? In der Anschaffung ist er ziemlich teuer. Ein gesunder Corgi von einem vertrauenswürdigen Züchter kostet rund 2000 Euro. Ja, du hast uns jetzt hier den Popo zugedreht und willst bis in deine Ruhe haben, gell? Ist auch okay, denn wir müssen noch die Quizfrage auflösen. Bei Corgis muss man darauf achten, dass sie A, nicht zu viel fressen oder B, nicht zu viel trinken. Hm? Die richtige Antwort ist, Trommelwirbel, A, klar, sie dürfen nicht zu viel fressen, sonst werden sie zu pummelig. Ganz genau, und dann zwickt's in den Gelenken und der Hüfte, also zu dick werden sollten sie nicht. Deswegen immer darauf achten, dass er gesund ist, aber nicht zu viel. Trinken dürfen natürlich so viel sie wollen, denn Trinken ist für uns alle gesund, auch für die Hunde. Ich will doch mal sehen, ob ich auch so fotogen wie der Duke bin. Machen wir mal ein Selfie zusammen. Achtung. Mal schauen, ob das was geworden ist. Oje. Da schaue ich ja richtig blöd. Oh Mann. Ich glaube, das musst du mir noch mal ein bisschen besser beibringen. Naja, wir üben hier noch eine Runde weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus. Also wie machst du das? Mund auf, Zunge raus, Kopf schief. Alles klar.